Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich schließe mich der German Vinyl Community an und beantworte die Fragen der Challenge 2024. Und Timo, unglaublich, was du leistest für die Community. Jetzt haben wir sogar schon die Fragen als Vordruck, die ich sehr gerne verwende. Vielen Dank, lieber Timo, und du hast hoffentlich Freude an den Videos, die du hervorgerufen hast. Vielen Dank. Und nach dem Trailer fange ich an. Ich danke auch den 18 Kanälen, die diese Fragen erarbeitet haben. Werde euch verlinken, damit man sofort auf eure Seite kommen kann. Und ich freue mich auf eure Beiträge. Hier ist meiner. Was ist der Holy Grail deiner Schallplattensammlung? Eines meiner Heiligtümer ist dieses Album von der holländischen Band Cargo. 1972 erschienen, ist eine Jamrock-Band. Basics sind zwei Gitarren. Und zwar ausführlich. 40 Minuten Spielzeit, bestimmt von zwei Gitarren. Gesang spielt eine Nebenrolle. Das ist eher so staccato-mäßig, um den Drive in den Song reinzubringen. Ausführliche Gitarrenarbeit in allen Facetten. Bluesig, aber auch psychedelisch. Rock pur. Tolles Album von der Band Cargo, deren Mitglieder nach diesem Album nicht mehr wesentlich in Erscheinung getreten sind. Besitzt du ein Album, wo sich die A-Seite qualitativ von der B-Seite stark unterscheidet? Mein Album beinhaltet nicht nur A und B, sondern auch C und D-Seite. Das White Album der Beatles, 1968, auf vier Seiten verteilen sich die Songs und die Seite 3 fängt gut an. Revolution Number One, eine eher halbakustische Variation des Songs Revolution, die B-Seite von Hey Jude. Aber dann kommt John Lennon mit seinem Revolution Number Nine. Das sind über 9 Minuten verschenkter Platz auf dem Album. Das sind so Bandmaschinengeschichten, ich habe die mir, glaube ich, in diesen ganzen Jahren zweimal komplett angehört und ich glaubte mal, was gefunden zu haben, was mir gefällt. Nee, tatsächlich finde ich Seite 3 relativ schwach. Die haben nämlich noch Honey Pie, Savoy Trouble, Cry Baby Cry und Good Night. Das Album hat so hervorragende Songs. Why My Guitar Gently Weeps, Birthday, Helter Skelter, Glass Onion, Happiness is a Warm Gun, Blackbird. Unglaublich. Aber auf Seite 3 vereint sich überflüssiges Material. So hart es klingt. Welche aktuelle Platte einer deutschen Band würdest du deinem fremdländischen Freund empfehlen? Meine Empfehlung, Den Man Tau aus Hamburg. Stammten ursprünglich aus Niedersachsen, hier mit ihrem Album von 2023. Zwei Gitarristen, einer akustisch, der andere elektrisch und ein Sänger, der auch Trompete spielt. Ich habe da schon mal einen Clip drüber gemacht, denn die haben einfach am Hamburger Hafen gespielt und haben die Leute begeistert. Und ihre Karriere ist auch auf der Straße zustande gekommen. Die sind einfach nach Australien gereist mit ein bisschen Equipment und haben dort auf den Straßen gespielt. Kaum zurück haben sie das in den USA gemacht. Aktuell gibt es jetzt ein Album, ich glaube von 2024, Off the Streets von Ferrara.
Eine tolle Band mit tollen Instrumentalisten, eine Musik sehr rhythmisch, klasse gesungen und auch die Gitarrenarbeit ist gut angelegt mit diesem akustisch-elektrischen Spielweisen. Hast du eine Platte, auf der entweder drei Gitarristen, zwei Schlagzeuge oder vier Vokalisten? Kein Chor, kein Orchester. Frage, kann ich alle drei Teile mit diesem Album beantworten? The Doobie Brothers Live at Wolf Trap. Zwei Schlagzeuger, vier Vokalisten und drei Gitarristen. Das Album ist von 2004. Inzwischen ist Tom Johnston, Gitarrist und Sänger, leider verstorben. Die Band führt weiterhin Pat Simmons. Doppelalbum mit wunderbaren Titeln. Blackwater, Long Train Running, Listen to the Music, Shiner Grove und Jesus is Just Alright. Hast du eine Live-Platte, auf deren Konzert du dabei warst? Woran erinnerst du dich besonders? Dieses Album, das ich jetzt präsentiere, bereits in einem Extra-Video gezeigt. Und die Geschichte dazu ist Frank Zappa live in Neunkirchen am Brand. Ein Rockdorf mit einer Halle, wo eine Doppelshow von Frank Zappa stattfand. 78, 19:30 Uhr und 22 Uhr. Die um 22 Uhr Einlass gewährt bekamen, waren schon viel früher da und machten uns Roadies das Leben schwer. Yo Mama ist der Titel hier, über 10 Minuten, den er live präsentiert hat. Schaut euch doch das Video mal an. Und es gibt noch ein Konzert, wo ich weiß, dass es hier veröffentlicht wurde. The Brandos, Town to Town. 2007 spielten die Brandos in Nürnberg und ich war zugegen. Tolles Konzert von einer tollen Band. Es sind Amerikaner, die sowohl mehr New Mexico im Visier haben. Ein Sänger, der sehr nach John Fogerty klingt, die Musik sehr eigenständig ist. Gitarrenorientiert, auch spanische, mexikanische Einschläge und eine Band, die ihre Stärken im Gesang und in der Gitarre und in der tollen Rhythmik hat. The Brandos. Hier live auf CD und DVD. Ich habe mich aber leider nicht erkannt auf der DVD. Kannst du aus Schrott Gold machen? Präsentiere uns eine Platte, die dir nicht gefällt, so, als wäre sie toll. Ich möchte euch die großartigsten Stimmen der Mit- bis Ende 60er Jahre präsentieren. Robin Gibb, Barry Gibb und Morris Gibb, in Kürz The Bee Gees. Das war ja eine Singleband, die großartigen Erfolg hatten, auch bei uns in Deutschland. Und Robin war so der treibende Keil für die Entwicklung der Band und er meinte, wir müssen Akzeptanz auf dem Albummarkt finden und sollten ein richtiges progressives Album machen. Und dann arbeiteten sie an Odessa. Ein Prog-Album im Sinne von Orchester und Band, so wie es Procol Harum gemacht hat. Das Album ist übrigens von 69. Das war wohl das Vorbild. Und die Stimmen sind großartig. Da gibt es, glaube ich, gar keinen Zweifel. Und die Musik war angelehnt an Filmmusik. Dann schwingt sich das Lied ein und ein leichtes Orchester. Und dann kommt eine Violine dazu und jetzt wartest du auf die Stimme. Aber die kam nicht, sondern es kam das volle Orchester. Großartig.
Und so gibt es zwei, drei Songs, die orchestriert sind, aber von der Band hörst du nichts. Aber natürlich, es ist ja auch ein Doppelalbum. Ups, natürlich. Ja, sag mal. Natürlich haben die großartige Songs gespielt. First of May oder Limelight, wo die Stimmen der beiden Sänger, der Hauptsänger Barry Gibb und Robin Gibb, voll zur Geltung kommen. Und die brauchen gar keine Instrumente spielen. Das wirkt auch mit dem Orchester. Großartig. Ja, Odessa war ein großer Beitrag für die Entwicklung von den Bee Gees in den Albenmarkt. Beinahe. Es ist schiefgegangen. Welches Album hast du in verschiedenen Formaten und warum? Im Allgemeinen bin ich nicht der Typ, der Alben in verschiedenen Ausgaben hat. Es gibt Ausnahmen. Eine davon ist dieses Album von Fleetwood Mac, Then Play On. 69 erschienen. Ein großartiges Album, denn bis dato hat die Band Traditional Blues gespielt. Und hier erweitern sie den Horizont des Blues unglaublich. Rattlesnake Shake oder Oh Well. Aber nicht auf dem Album. Das ist auf Single erschienen und auch Underway, ein tolles Album, ein toller Song, ist nicht auf dem Originalalbum Then Play On beinhaltet. Und deshalb habe ich mir diese Variante noch gekauft. Hier ist Oh Well auf einer remasterten Version erhalten. Insgesamt vier Bonustracks und remastered 180 Gramm Vinyl. Natürlich tontechnisch überarbeitet. Ein tolles Werk, schönen Bildern der Band und eins der Alben für mich schlechthin. Then Play On, Fleetwood Mac im Original und die Box selber ist von 2013. Schallplatte hörst du am häufigsten mit deiner Partnerin, Partner oder deinen Freunden? Es gibt einige Gelegenheiten, wo ich zusammen mit meiner Frau Musik höre. Zum Frühsport oder im Auto oder auch live. Immer wieder gehen wir zusammen auf Konzerte. Und ich hatte es vorhin schon präsentiert von 2007, wie The Brandos live in Nürnberg gespielt haben. Und zwar im Wesentlichen dieses Album, Over the Border, das 2006 erschienen ist. Hier seht ihr Dave Kincaid, Gitarrist, Songwriter, Sänger. Seine Stimme klingt stark nach John Fogerty. Ist halt so. Tolles Organ, klasse gesungen, hat so eine Grundaggressivität. Auch sein Gitarrenspiel. Ein toller Gitarrist und Songschreiber. Es ist zum Teil auch spanisch angehaucht, er singt auch dann spanisch, aber im Grunde ist es straighter Rock mit Amerikaner-Einflüssen, die richtig Dampf machen und Feuer unter der Hütte haben. Hast du ein reguläres Album mit unterschiedlichen Covers aus verschiedenen Ländern? Das nächste Album in zweierlei Ausgaben kann ich euch gerne präsentieren. Hier ist die deutsche Fassung des Musicals Hair von Jerome Ragni und James Rado. Deutsche Variante mit Rainer Schöne im Ensemble. Und hier präsentiere ich die englische Variante, also in Englisch gehaltene Variante von USA vom Broadway. Die Songs sind die gleichen, aber natürlich einmal in Deutsch und in Englisch. Tolle Songs.
Let the Sunshine In, Aquarius, Hair, Manchester, England, 500. Ich bin nach wie vor begeistert und finde es natürlich toll, weil das für uns Langhaarige ein Opus oval war. Hair. Zweierlei Covers, aber auch in zweierlei Sprache. Welche Platte, die du als Jugendlicher gekauft hast, würdest du niemals weggeben? Ich habe mir schon als Jugendlicher Schallplatten gekauft oder habe mir die Geschenke als Schallplatte schenken lassen. In meiner Lehrzeit habe ich dann Geld verdient und habe das komplett umgesetzt. Keine Klamotten, sondern Schallplatten. Und mit jedem Lebensjahr, mit jedem Ausbildungsjahr gab es mehr. Und 68 gab es dieses Album. Jab Back Truth. Was für eine Offenbarung. Und was für tolle Musiker da dabei waren. Jeff Beck, klasse Gitarrist. Rod Stewart, völlig unbekannt noch zu dieser Zeit als Sänger. Ron Wood war hier Bassist. Und auf einem Track ist John Paul Jones, der dann später bei Led Zeppelin am Bass und an den Keyboards war dabei. Und Mickey Waller war Schlagzeuger. Also eine hochkaräter Band, die mit diesem Album alleine hätte Karriere machen können. Aber Jeff Beck war dem Ruf des Großen gefolgt. Denn Vanilla Fudge hat sich aufgelöst, eine amerikanische Band, die mit Carmen Appice, einem unglaublichen Drummer, und wie hieß der Bassist? Wollten die eine Band gründen. Tim Bogart war der Bassist. Bogart, Appice und Beck. Aus der Band ist nichts geworden. Auch zwei Alben, aber eher so jamrockig. Dieses Album war unglaublich innovativ, was Gitarrenarbeit betrifft, aber auch Kompositionen. Denn es ging von bietigen Klängen in den griffigen Rock, aber auch psychedelische Elemente und eine tolle Studioarbeit. Dieses Album würde ich niemals missen wollen. Hier eine Nachpressung des Original habe ich auch in meiner besten 100. Jeff Beck Truth dürfte das zweite Album von Jeff Beck sein. Welche Platte hast du auf einem Konzert gekauft und von Bandmitgliedern signieren lassen? Es gibt auch Alben mit Autogrammen der Stars oder der Musiker. Aber bitte nicht verschenken. Das ist wieder die Band, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Denn Mantau hier mit ihrem zweiten Album Dark Light. Genau genommen aber haben meine Töchter diese Autogramme geholt. Und ich war der Nutznießer. Denn meine Töchter haben über mich, meine Frau, natürlich den Touch zur Musik weiter gelebt, leben ihn immer noch. Was ich allerdings selber mir besorgt habe, ist jetzt nur auf CD fällig. Und zwar war es hier kein Konzert, sondern es war im Kino ein Film über die amerikanischen Indianer, die immer noch nicht in ihren Reservaten in Ruhe gelassen werden. Und die Frau von Klaus Voormann, engagiert sich in Amerika für diese in die Enge getriebene amerikanische Urbevölkerung, Native People. Und in dem Kino hat Klaus Voormann von der Arbeit seiner Frau berichtet und der Film, der lief, zeigte verschiedene Studios und auch bekannte Musiker,
bei denen Klaus Voormann als Bassist Sideman war. Unter anderem mit Paul McCartney. Er hat auch ein paar persönliche Anekdoten losgelassen. Aber auch mit Bonnie Bramlett, mit Don Preston oder Dr. John, The Night Tripper. Also es war ein hochinteressanter Vortrag. Normalerweise bin ich nicht mehr so scharf auf die Unterschriften. Die schmieren einem dann das Cover voll und das ist dann die Schönheit, die da vorbei ist. Ich habe mal eine Zeit lang Autogramme gejagt. Aber ich hatte auch eins von Jimi Hendrix persönlich geholt. Ich habe es im Anwandeln einer kompletten Kopfumwandlung. Ich habe Zivildienst in Würzburg gemacht und habe das Autogramm von Jimmy einem Mitarbeiter geschenkt. Die Erinnerung kann mir keiner nehmen. Das Autogramm ist weg. Welches Album legst du auf, wenn du schlimmen Liebeskummer hast? Ich kann ja froh sein, dass ich keinen Liebeskummer beklagen muss. Bin seit nahezu 40 Jahren verheiratet, aber es gibt schon eine Wehmut in mir. Das ist eher der Weltschmerz. Und dazu lege ich am liebsten John Lennon auf. Imagine, sein stärkstes Soloalbum. Und es sind unglaublich tolle Titel drauf. Natürlich Imagine, aber auch Crippled Inside, Jealous Guy, It's So Hard, Gimme Some True. How? John Lennon wirft immer wieder Fragen auf und er gibt sich nicht als der perfekte Star. Seit Help, spätestens seit Help, wissen wir, dass er auch Sorgen hat, Nöte. Damals mit Help war es, dass er als John Lennon nur noch die Galionsfigur der Beatles war. Einen privaten John hat man nirgendwo geduldet und seine Persönlichkeit verschwindet im Nebel. Das hat er thematisiert bereits 64 oder 65. Das hat mir sehr imponiert, weil Stars sind normalerweise weit, weit weg. Und diese Liebe hat sich noch vertieft. Ich denke da auch an das erste Soloalbum, das unter Plastic Ono Band erschienen ist, wo er den Sound auf eine Nackigkeit reduziert. Pure Rock'n'Roll. Es gab auch Singles, die er da gebracht hat. Woman is a nigger of the world oder Power to the people. John Lennon ist mir immer Trost. Natürlich, 80 wurde er erschossen. Das ist auch in meinem Gedächtnis eine Narbe. Und schade, grausam, weil John heutzutage, er wäre über 80, aber der Jähzorn wäre vielleicht weg und wäre einer individuellen Sicht der Welt gewichen. Tät uns gut. Welches Albumcover aus deiner Sammlung ist einfach Kunst? Über Cover Art habe ich bereits ein Video gemacht. Krautrock 10 ist hier das Thema. Aber ich kann auch hier dienen. Ihr erkennt es wahrscheinlich sofort. Salvatore Dali. Hier von der amerikanischen Band James Gang. Newborn, das Album. Früher war mal Joe Walsh bei der Band als Gitarrist. Immer noch eine gute Rockband mit tollen Songideen, schönen Melodien und einer klasse Gitarre. Aber Salvatore Dali ist für mich schon ein Künstler, den ich bewundere. Ich war auch schon in Nähe Barcelona, Fuentes, glaube ich, und schon zweimal und habe mir das Haus von Dali beziehungsweise das Museum in der Stadt angeschaut. Ein verrückter Kerl, dessen
Ansichten mir manchmal wirklich nicht passen, aber als Maler ist ja schon grandios. Die Jagd nach welchem Album gestaltete sich am schwierigsten? Für eine Platte auf Jagd zu sein, macht ja eigentlich unheimlich Spaß. Natürlich ist zielgerichtet, das Inhalts dieses Album auch zu bekommen. Das hat sich hier bei diesem Album eine australische Band Piranha mit zwei Alben, ich glaube 1972, ich habe das aber deutlich später erworben. Es war schwierig, denn es gab zu der Zeit weder PayPal noch Discogs. Und es gab eine Zeitschrift, die nannte sich Oldie-Markt und die hatte so eine Bieterabteilung, wo du auf Platten bieten konntest. Und immer wieder hast du tatsächlich auch was gewonnen. Ich wurde mal von einem Anbieter angeschrieben. Da ich ja hinter dieser Platte her war, hat er mir die offeriert. $100. Ja, was machen? Ich habe tatsächlich $100 in den Umschlag geschickt, gesteckt und nach Australien geschickt. Natürlich kam kein Album. Der Umschlag kam auch nicht zurück. Das Geld war weg und keine Platte war da. Erst später über eBay konnte ich dann dieses Album erwerben. Eine Progressivband mit Keyboard und Gitarre, so wie wir es aus dem Englischen her kennen. Tolle Varianten. Gut, dass es Discogs gibt und PayPal ist natürlich auch eine tolle Errungenschaft. Welches deiner Alben hat das früheste Release-Datum und wie ist die Geschichte dazu? Ich habe ein paar Alben, die ein früheres Release-Datum haben als dieses hier. The Lords 1966, Some Folks by the Lords. Dieses Album fand ich großartig. Ich war gerade in der Lehre, habe angefangen als Automechaniker und die Lords waren unterwegs in Deutschland und auch in unserer Stadt. Nicht, dass ich das Konzert gesehen hätte, aber deren Auto hatte, glaube ich, einen Wasserpumpenschaden und kam zu uns in die Werkstatt. Leider nicht mit einem dieser Herren hier. Das Auto wurde bei uns repariert, nicht von mir, und die Lords konnten weiterfahren. Es war so ein englisches Taxi, da war sicherlich kein Equipment drin, da waren die fünf Herren drin. Und es sind auch tolle Songs drauf. Sing Hallelujah, Over the Rainbow, Green Sleeves. Tolle Band, die mich neben den Beatles fasziniert hat. Ich habe schon immer einen Hang gehabt zu Bands aus meinem Land. Und deswegen haben die Lords einen hohen Stand. Das ist das dritte Album von 66. Welche Schallplatte hat dich in eine neue Welt eingeführt und dein Leben bereichert? Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich über viele Generationen hinweg Musik mitbekommen habe. Natürlich haben die Beatles mein Leben verändert. Dann wuchsen die Haare, die Small Faces waren auch für mich eine großartige Band. Aber ich würde gerne einen Sprung machen in die 70er, denn mit diesem Album kam ich ganz neu in Kontakt. The Talking Heads. More Songs about Building and Food. Inzwischen weiß ich, dass sie aus dem Punk herauskam, hat mir mein kongenialer Partner Walter zugetragen. Ich habe mit Punk überhaupt nichts am Hut gehabt, aber diese Band mit ihren nervösen, kurzen, wilden Tracks, die auch mit dieser heiseren Stimme von David Byrne gesungen worden, die haben mich schon wirklich fasziniert. Das war 78. Und dann natürlich auch dieser Film, wo sie so Zug um, also die Band Talking Heads, so Zug um Zug die Bühne aufgebaut haben. Fällt jetzt der Name nicht ein. Aber es gab nochmal einen Schritt in den späten 80ern. Red Hot Chili Peppers mit Blood, Sugar, Sex, Magic. Da bin ich dann mit Hip-Hop plötzlich in Berührung gekommen. Aber diese scharfen Gitarrenlicks von John Frusciante
haben noch mal einen Top oben drauf gesetzt. Großartige Band, wie ich fand. Ich habe die auch schon zweimal live gesehen. Die ziehen einen wirklich komplett rein. Und 2002, Porcupine Tree, richtig Prog Metal in Absentia. Das waren so die Episoden meiner späteren Zeit, 2000er oder grenzwertige 2000. Tolle Musik, die mich bereichert hat, die mich auf neue Pfade gebracht hat. Mit Talking Heads bin ich dann auch in den Soul, in den Funk stärker eingestiegen. Denn in ihrer Musik, dieses nervöse, diese funkigen, rockigen Titel sind absolut treibend und reißen mich voll mit. Die Platte ist dein liebstes Bootleg oder Counterfeit? Bootlegs haben mich eigentlich nie interessiert. Ich hatte mal eins von den Doors. So eine miese Qualität. Habe ich mir gedacht, dann lieber die Originalalben. Counterfeits ist ein bisschen anders, denn die Entwicklung, vor allem die Preisentwicklung bei manchen Alben war unglaublich. Schon in den 70ern. Zum Beispiel von diesem Album Darius. Eigentlich eher so ein Singer-Songwriter, aber auch R&B, psychedelische Momente sind hier drin. Überwiegend kurze Stücke. Ein toller Sänger, der mich so ein bisschen an Scott Walker erinnert. Dieses, boah, mollige in seiner Stimme. Großartig. Die Band, das Album kannst du dir heutzutage gar nicht mehr leisten. Und will ich auch nicht. Und so habe ich das ein oder andere Album, vielleicht sind es 10 an der Zahl, wo ich Counterfeits habe. Bootlegs, kein einziges. Ich finde es jetzt nicht musikalisch herausragend, kann auch nicht die Preisentwicklung nachvollziehen, aber das kann man wahrscheinlich sowieso nicht mehr heutzutage. All Killer, No Filler. Welches Album hat nur gute Songs? Ja, und bei der letzten Frage kann ich mal einen kurzen Rückblick wagen und sagen, die Präsentationen, die ich hier geliefert habe, laufen im Prinzip bis Mitte der 70er Jahre. Die, die mein Leben neu bereichert haben, habe ich ja erst gerade vorgestellt, gehen über dieses Datum hinaus. Und ich bin natürlich prädestiniert für diese Zeit. Und aus 69 habe ich hier das Album der Keith Hartley Band Half-Breed. Ein unglaublich tolles Album. Nur Killer. Das ist Keith Hartley. Der hatte so einen Hang, Engländer, hatte so einen Hang zum Indianer, Nation People. Für mich, also er ist der Schlagzeuger, für mich ist aber die großartige Person bei diesem Album Miller Anderson. Schreibt Songs, spielt Gitarre und hat ein unglaublich nachhaltiges Organ. Seine Stimme voluminös und er kann so toll akzentuieren. Ist nie seicht, sondern immer voller Kraft. Und auch sein Gitarrenspiel ist super, weil es sehr akzentuiert ist. Das ist auch, also es kommt mal aus der Box, es kommt mal aus der Box. Tolle Songs. Es sind 7 an der Zahl. Die Band zählt zum englischen Bluesboom. Ich habe damals nach 10 Teilen aufgehört und habe dabei dieses Album nicht präsentiert. Dann muss ich es unbedingt nachholen für No Killers, No Fillers. Tolles Album und es gibt keinen Anspieltipp, weil jede Sekunde ist berührend, ist wertvoll und einfach tolle Musik. Sind auch Bläsersätze dabei, die die Breite des Sounds dann noch ausmachen. Aber im Wesentlichen Miller Anderson. Das ist auch, glaube ich, hier der spätere Bassist Gary Tane von Uriah Heep.
Ja, Freunde, 18. Frage beantwortet. Ich hoffe, es hat euch interessiert, das Eintauchen in die 70er und 60er Jahre ist für viele von euch vielleicht doch etwas Besonderes, weil der Erinnerungswert doch ein großer ist. Und als nächstes, wir haben wir ja im Petto die Canterbury Teil 4 und Pink Floyd bin ich auch am Machen, ist aber noch ein Stück Arbeit, die ich zu leisten habe. Vielen Dank für euer Interesse, für eure Kommentare, für eure Likes und danke für die Zuneigung und das Wohlwollende in euren Augen. Tschüss, bleibt gesund.